Herz schlägt. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 20 Werder Bremen Karriere. Und ihr wisst ja, dass ich alles an einem Freitag aufnehme und das ist jetzt die dritte Folge von dieser Aufnahmesession, also die letzte Folge, die ich aufnehme. Und ich hatte dazwischen aber jetzt mittlerweile schon zwei Mahlzeiten und wenn ihr sehen könntet, wie das bei mir aussieht, mein Schreibtisch steht einfach so viel voller Essen und ich habe hier so einen Turm, der ist locker so hoch, einfach aus Geschirr. Egal, darum soll es jetzt hier nicht gehen, es soll einfach darum gehen, dass wir heute mal wieder eine Hammer-Episode haben. Wir spielen nämlich gegen Hoffenheim und dann gegen Dortmund. Also haben wir den Tabellenführer zu Gast mit Dortmund. Und können uns hoffentlich gegen Hoffenheim schon mal so ein bisschen warm schießen, denn wir brauchen diese Punkte in der Bundesliga. Wir sind ja momentan ein bisschen entfernt von Platz 4, wir sind 8 Punkte entfernt. Und die holt man nicht mal eben so. Deswegen wären jetzt schon mal 2 Dreier, sprich 6 Punkte, verdammt wichtig. Vor allem, wenn der eine Dreier gegen den Tabellenführer wäre, das wäre schon lecker. Aber ja, wir springen als erstes mal rein gegen Hoffenheim. Und ihr habt schon gesehen, unsere Mannschaft ist ziemlich ausgelaugt von der Europa League, die wir auch im letzten Part spielen mussten. Und deswegen werde ich mich jetzt erstmal nochmal daran setzen, einen halbwegs fitten Kader zusammenzustellen. Damit ein herzliches Willkommen hier aus Sinsheim, aus der Pre-Zero Arena, müsste es glaube ich heißen. Korrekt. Und die Hoffenheimer empfangen heute den SV Werder Bremen. Und wenn ich euch letzt gesagt habe, dass wir ein bisschen rotiert haben und mich schon fast als B11 geäußert hätte zu der Mannschaft, dann können wir das alles widerlegen, denn jetzt kommt eine B11 auf den Platz. Das kann man echt nicht anders sagen. Ich habe komplett rotiert, denn ich will, dass gegen den Tabellenführer echt die wichtigsten Spieler fit sind. Es steht eigentlich fast keiner in der Mannschaft, der im letzten Spiel gespielt hat. Was heißt fast? Steht keiner in der Mannschaft, außer Pavlenka, glaube ich. Sonst hat im letzten Part keiner davon gespielt, glaube ich. Deswegen bin ich mal ganz gespannt, wie das im heutigen Spiel laufen wird. Und wir werfen jetzt erstmal direkt einen Blick auf die Aufstellung, wo ihr wahrscheinlich aus allen Wolken fallen werdet. Wir beginnen mit der Aufstellung der Hoffenheimer, die tatsächlich mal wieder Oliver Baumann spielen lassen. Kader Schrabek, Toloi, Hübner, Akpo, Guma, keine Ahnung wer das war. Verteidigung Bittencourt, Granero, Zaracho im Mittelfeld und Belfodil und Kramaric im Sturm. Wer war der Linksverteidiger? Stafelidis, wie auch sonst. Auf der Bank noch ein Ilas Bebu, einer der schnellsten Männer in der Bundesliga. Jetzt gucken wir mal auf unsere Elf. Pavlenka am Kasten, König, Weckhut, Westergaard und Beste in der Verteidigung. Bargfrede auf der 6, Harnik und Zegrova auf den Außenpositionen. Dominguez auf der 10, Selke und Füllkrug im Sturm. Diese Mannschaft ist echt, also mehr als B geht nicht. Eine B-igere Elf gibt es nicht. Und wir haben auch Sascha Scheibe, oder wie er heißt. Ich glaube, heißt er Sascha? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Scheibe auf der Bank. Mal gucken, ob er hier zu seinem Debüt kommt und ich gucke erstmal generell, was mit dieser Aufstellung hier überhaupt möglich ist. Granero, was war das denn? Das ist doch jetzt echt, da rotiert man einmal und liegt nach 4 Minuten direkt hinten. Und wer ist es natürlich? Der Ishak. Ishak Belfodil, geil. Nach 4 Minuten liegen wir hinten, weil unsere Defensive wieder gepennt hat. Da kann ich jetzt auch nicht den anderen Leuten keinen Vorwurf machen. Das waren wieder Westergaard und Veljkovic, die es dann nicht auf die Kette bekommen haben. Westergaard zu weit weg. Veljkovic, wen hat Veljkovic da gedeckt, frage ich mich. Er stand zwischen beiden Leuten, Belfodil, so Mutterseelen allein. Alter, dieser Veljkovic, den können wir echt mal verkaufen im Winter. Das ist echt eine Qual, ja. 1-0 Hoffenheim. Kramaric, wäre der jetzt auch noch reingegangen, dann hätte ich mir Sorgen gemacht, dass die Rotation sehr teuer wird. Noch bleibt es beim 1-0, war aber ein guter Versuch, auch weil ein Verteidiger oder weil das Dominguez 21, ich weiß gar nicht, wer die 21 hat, einfach zusammengebrochen ist im Kopfballduell. Naja, bleibt beim 1-0. Dominguez auf Davy Selke. Ich würde jetzt gerne nochmal auf Dominguez spielen. Machen wir. Oh. Davy Selke, ne? Das ist. Ich kann echt keinen Vorwurf machen an die Reinrotierten, weil das ist von den Stammspielern der Fehler. Dominguez, der einfach nicht in den Zweikampf kommt und Westergaard, der Kramaric nicht hinterherkommt. Ich kann da keinen Vorwurf an den Niklas Beste, an den König oder an den Bargfrede machen. Das war einfach schwach von Dominguez und Westergaard lässt Kramaric aus den Augen. Das darf nicht so einfach gehen. 2-0 Hoffenheim. Jetzt Bargfrede mit einem richtigen Pfund. Oh, mach ihn doch rein, dann wären wir wieder zurück im Game. Bargfrede natürlich nicht als Offensivwunder bekannt. Oh, der war auch. Ah, der dreht sich sogar noch ein bisschen Richtung Tor. Der war echt, der war knapp. Der war gar nicht so weit vorbei. Schade, gute Gelegenheit durch den Captain. Füllkrug auf Dominguez. Dominguez, wo feuert der die Bälle immer hin? Der kommt immer. Jedes Mal kommt Dominguez in Rücklage und böllert die rüber. Das ist nicht das erste Mal, dass er einen Ball übers Tor haut.
Bargfrede auf Davy Selke. Davy Selke, Dankeschön. Der trifft selten, aber wenn, dann meistens wichtig. Und er hält uns hier zumindest im Spiel. Guter Ball von Bargfrede. Ich dachte mir, ich kann nicht schon wieder einen Distanzschuss mit Bargfrede abfeuern, auch wenn er ein gutes Gefühl hatte, dass der gut gekommen wäre. Aber ich hab's gelassen und ich wurde dafür ja belohnt. Ich hatte kurz Angst, dass der doch wieder ins Abseits rennt, der Selke. Und annehmen hätten wir den nicht mehr gekonnt. Der wäre ihm auch wahrscheinlich eh wieder versprungen. Von daher alles richtig gemacht. 1-2, wir sind noch da, Hoffenheim. Wir sind noch da, auch mit dieser Mannschaft. König geht jetzt mal über die Außenbahn. Letzte Gelegenheit der ersten Halbzeit wahrscheinlich, wenn es denn eine wird. König bringt die Flanke rein. Davy Selke kommt da fast nochmal ran. Bargfrede auf Dominguez. Dominguez! Der kam immerhin mal nicht viel zu hoch. Von daher schon mal ganz gut, aber wir liegen trotzdem hinten zur Pause. 2-1, aber es wird besser mit dieser Mannschaft. Also, ja, mal schauen, was im zweiten Durchgang noch so geht. Wir bleiben erstmal unverändert zur zweiten Halbzeit, denn wir wurden ja besser am Ende der ersten Hälfte und ich denke, dass wir hier auch gleich den Ausgleich erzielen mit dem Kader. Erstmal kommen hier aber nochmal die Hoffenheimer gefährlich. Wir verkaufen diesen Westergaard. Ich fand den Transfer ja cool, als wir ihn gemacht haben, aber mittlerweile. Nee. Der geht mir so auf die Eier. Er steht doch eigentlich dafür durch die Beine, Alter. Durch die Beine feuert er so einen Fund ab. Das kann doch nicht sein. Was macht dieser Westergaard eigentlich im Training? Nix. 3-1 Hoffenheim. Na super. Wir wechseln erstmal zweimal. Wir bringen Sascha Scheibe für Niklas Füllkrug, weil Füllkrug absolut beschissen spielt bisher. Und wir bringen auch Vogt für Westergaard. Gleicher Grund. Pavlenka hält uns im Game. 100%ige Möglichkeit für Zaracho. Die Verteidigung steht absolut beschissen. Das ist richtig furchtbar. Glück, dass es hier noch nicht höher steht. Sascha Scheibe, Oliver Baumann ist zur Stelle, schade. Gute Gelegenheit für unseren Youngster. Mal gucken, ob er hier noch die eine oder andere bekommt in dem Spiel. Ey, Selke hat ja schon mal einen guten Ball gespielt. Chegrova auf Dominguez. Oh, Sascha Scheibe, ja! Das gibt's doch nicht! Er trifft in seinem Debüt und macht das 2-3 aus Bremer Sicht. Uiuiuiui, das war aber auch ein Spielzug, den haben wir uns erkämpft und das war auch immer der Pass eurer letzten Rille, den wir da gespielt haben. Das war ganz knapp, dass wir die Ball noch spielen und wir müssen den Jugendspielern mal die Trikots aus der Hose ziehen, würde ich sagen. Richtig schön gemacht von Sascha Scheibe, wir sehen es hier nochmal, wie Dominguez sich da den Ball erkämpft. Warum hakt das so komisch, diese Wiederholung? Ganz merkwürdig aus. Na egal, auf jeden Fall schiebt Scheibe den Ball ein. Bargfrede auf Martin Hanik, der ist aber auch am Schnauben und am Pumpen. Martin Hanik, der hat ja natürlich auch gar keine Spielpraxis mehr. Hanik, wir wollen nochmal in den Rückraum legen. Nochmal und nochmal auf Dominguez. Das war richtig schön gespielt, aber Oliver Baumann hat was gegen den Ausgleich. War das ein starker Spielzug. Scheibe sieht da Dominguez und der versucht es dann direkt. Der war auch nicht schlecht, aber Baumann war besser. Scheibe sieht da Philipp Bargfrede, es gibt es nicht! Warum kann denn sowas nicht mal funktionieren in unserer Karriere? Oh, Bargfrede, ja, der wäre auch gegen Pfosten gegangen, aber trotzdem drüber, ich verstehe es nicht, ich ziehe ja nicht so doll auf. Es bleibt immer noch beim 3-2 für Hoffenheim. Es kann nicht sein, dass wir jetzt den Ball wieder nicht kriegen und dadurch verlieren wir. Mann, ich verstehe es nicht. Es gab noch nicht einmal bei uns in der Karriere diesen Moment, dass man in der 90. nochmal irgendwie so ein Spiel gedreht hat oder so, doch ein Pokal, aber das ist was anderes, da lagen wir auch nicht hinten, aber trotzdem. Wir haben nicht einmal so eine Situation gehabt, wo man nochmal einen Ausgleich nach 90. gemacht hat, Alter, wo man sich richtig drüber freuen konnte. Mann, nervt das schon wieder, dass wir das verloren haben. Wir haben uns so zurückgekämpft. Boah, Mann, ey. Wir sehen es auch an der Statistik, wie verdient es gewesen wäre, wenn wir den Ausgleich noch gemacht hätten. Wir hatten mehr Schüsse, gleich viele Schüsse aufs Tor. Ballbesitz war sogar mal ausgeglichen. Wir haben fast dreimal so viele Zweikämpfe gewonnen. Aber es reichte einfach nicht. Das ist echt, es tut so weh, dass wir dieses Spiel verloren haben. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Nach dem Tor in den letzten Minuten fehlte nur noch ein Treffer zum Ausgleich. Hätten Sie gedacht, das Spiel noch drehen zu können? Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider. Es war ein enges Spiel und wir hätten ein Remis verdient gehabt, aber unser Tor kam dann leider zu spät, um noch was zu reißen.
Schweres Spiel, Leute. Hat ihrer Mannschaft das Selbstbewusstsein gefehlt? Nein, natürlich ist es eine enttäuschende Leistung, aber wir haben eine super Truppe. Die Jungs unterstützen sich alle gegenseitig. Davon werden wir uns auf jeden Fall erholen. Granero war heute einer der Besten beim Gegner. War seine Leistung der Grund, warum für sie gegen Hoffenheim letztlich nichts zu holen war? Ich konzentriere mich darauf, was wir besser machen können. Es gibt einige Bereiche, an denen wir noch arbeiten müssen. Ich danke Ihnen. Zuerst arbeiten wir im Training und Scheibe geht nach seinem Bundesliga-Debüt natürlich auch nochmal direkt ein Rating hoch. Sehr schön. Wir können vor dem Dortmund-Spiel auch direkt nochmal trainieren und Chegrova geht einfach in jedem Wert einen hoch. Das ist stark. Also das war eine richtig gute Trainingseinheit, bis auf Fischer. Der hatte nicht ganz so Bock. Damit ein herzliches Willkommen hier aus dem Weserstadion und es ist der Tabellenführer zu Gast. Werder Bremen empfängt Borussia Dortmund am 12. Spieltag dieser Fußball-Bundesliga-Saison und Werder Bremen kämpft momentan so ein bisschen mit sich selbst. Sie haben so eine kleine Ergebniskrise. Sie holen einfach nicht die Punkte, die sie bräuchten, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Sie sind immer noch auf einem zweistelligen Tabellenplatz und für die Champions League muss man natürlich in die Top 4. Danach sieht es bei Werder Bremen aber momentan noch absolut nicht aus. Vielleicht können sie ja heute nochmal zeigen, was sie wirklich alles so erwirken können gegen den Tabellenführer. Wir sehen hier schlechteste Abwehr gegen beste Offensive oder was. 27 Tore hat der BVB erzielt und wir haben uns schon 28 gefangen. Die Defensive ist bei uns das große Problem und deswegen haben wir da auch nochmal ordentlich rotiert jetzt. Ihr werdet es gleich sehen, das ist jetzt wahrscheinlich so die beste Defensive, mit der ich klarkomme. Oder zumindest was ich finde, was die beste Defensive für uns ist. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Kombination ihr am besten, am liebsten sehen werden wollt, haben, sein, tun, was weiß ich denn. In der Abwehr auf jeden Fall schauen wir uns jetzt erstmal die Aufstellungen an. Ich bin auch am Trinken hier. Pavlenka im Kasten, Tavares, Friedel, Vogt und Augustinsson in der Verteidigung. Eggestein auf der L6. Der andere Eggestein, Rashica auf der Außenposition, Boetius im ZOM und Sargent und Selke als die beiden Sturmspitzen. Goller wieder auf der Bank. Ein Kamala ist auch dabei und Veljkovic auch auf der Bank und König auch alle als Außenverteidiger. Bei den Dortmundern Birki im Kasten, Toljan, Rüdiger, Akanji, Tagliafico in der Viererkette, Witzel und Delaney auf der Doppel-6, Sancho und Guerrero auf den äußeren Mittelfeldpositionen, Brandt im ZOM und Paco Alcácer als einzelner Stürmer. Stimmt, die haben ja gar keinen Erling Haaland wie in echt. Da bin ich eigentlich ganz froh drüber. Die haben ja noch Paco Alcácer. Der ist mir lieber als Haaland, aber wahrscheinlich, weil ich das jetzt gesagt habe, schenkt er uns gleich eine Bude ein. Naja, auf jeden Fall geht's jetzt los gegen den Tabellenführer. Die Dortmunder beginnen direkt mal richtig stürmisch. Witzel flickt sich hier den Ball hoch und dann fliegt der zu Brand. Und ich dachte, wir fangen uns mal wieder in den Inhalt der ersten 5 Minuten ein Gegentor. Das würde mich nicht überraschen. Das war so unglücklich. Das war aber schon wieder 2 auf einen Mann. Beide auf Witzel und keiner war bei Brand. Aber es war sogar eine Abseitsposition, haben wir Glück gehabt. Kriegt die mit Darko auf Sancho. Augustinsson ist... Ah! Wie kann man einen Ball denn so grauenhaft klären? Gut, dass Pavlenka da ist, diese Defensive ist. Oh. Tavares auf Jojo Eggestein. Der ist jetzt ganz blank, also das muss es ja wohl sein. Eggestein legt ihn rüber auf Sargent. Ganz entspannt machen wir das 1:0. Das ist echt mehr Glück als Verstand. Denn Dortmund war echt stark. Die haben uns echt hinten eingeschnürt, hatten richtig gute Gelegenheiten. Aber da haben sie die Konterabsicherung mal komplett auf Eis gelegt. Ja, und dann lege ich den einfach mal easy quer. Wir gehen das Risiko hier nicht ein, dass wir da einfach draufknallen und Birke den noch hält. Und Sargent muss ihn nur noch einschieben. Sehr schön, wir führen gegen den Tabellenführer. Das ist das erste Gute, was in dieser Folge passiert, habe ich schon das Gefühl, nach dem Debüttor von Scheibe. Dortmunder lassen das nicht so einfach auf sich beruhen, auch wenn das schon wieder lächerlich ist, weil wir den Ball ja eigentlich schon hatten. Und da hatten wir gerade enormes Glück und das war dumm. Das war richtig dumm. So ein blinder Abwurf mit Pavlenka. Alcácer legt ihn rüber auf Witzel. Wir sind zum Glück mit Vogt da. Vogt ist eng am Mann, macht das richtig stark. Ball haben tun wir trotzdem nicht, aber es war stark gemacht. Und Brandt will es da auch immer ganz artistisch machen, habe ich das Gefühl. Der Schiri pfeift erstmal zur Pause. 1:0 Führung und das Spiel macht bisher nicht so wirklich Spaß. Also es ist ein schlechtes Spiel, muss man sagen. Beide Mannschaften spielen nicht gut. Wir gehen aber trotzdem erstmal unverändert rein. Und ich denke, der Erste, den es hier treffen wird, wird wahrscheinlich wieder Davy Selke sein. Weil er mich Tag für Tag nicht überzeugt, aber ich keinen anderen Stürmer habe. Sargent auf Eggestein und der auf Boetius. Boetius legt den dann nochmal in die Mitte. Es war eigentlich alles richtig gemacht. Sargent macht den dann letzten Endes nicht rein. Der Winkel war aber auch sehr, sehr spitz. Und Birki hat sich groß gemacht, schade. Die Dortmunder fahren mal wieder einen richtig aggressiven Angriff, aber Pavlenka ist auf dem Posten. Wenn das so weitergeht, erliegen wir irgendwann diesem Druck der Dortmunder. Die machen das richtig gut. Das war auch wieder schlechtes Stellungsspiel von Tavares. Aber ich sag's mittlerweile schon viel zu oft.
Rashica auf der Außenbahn. Sehr schön, wir versuchen den in den Rückraum zu... Es hat funktioniert. Ich dachte eigentlich, ich spiele nach hinten auf irgendjemanden, der da gerade reinläuft in den 16er. Da waren ja genug. Stattdessen spielt er den zu Sergeant und der... Ja, tanzt da irgendwie einmal alle aus und legt ihn dann ganz lockerlässig ins Tor. Das will ich nochmal sehen. Das sah gar ganz merkwürdig aus. Ich dachte irgendwie Boetius oder Eggestein, die da reinlaufen und kriegen den Ball. Ja, und dann Sergeant, weil da auch irgendwie Akanji... Ne, es war nicht Akanji, ich weiß gar nicht, wer das war. Rüdiger läuft sich da mit Bürki über den Haufen. Sonst hätte Rüdiger den, glaube ich, sogar noch gehabt. Und dann durch die Hosenträger von Bürki. Ganz kurioses Tor, aber das 2:0 für Werder Bremen und der Doppelpack für Sergeant. Wir wechseln jetzt dreimal. Kamada für Boetius, Chegrova für Eggestein, also auf der rechten Außenbahn, und Goller für Selke. Denn Selke konnte ich langsam auch nicht mehr sehen. Eckball für Werder. Rashica auf Vogt und da ist Bürki zur Stelle. Schade. Gute Gelegenheit eigentlich, aber vielleicht ist sie auch noch nicht gestorben. Tavares sieht dann nämlich nochmal Chegrova. Und der zieht nochmal zurück. Der macht das stark, spielt die Flanke. Rashica, jetzt ist er endgültig vorbei. Oh, Axel Witzel. Pavlenka ist da, da hat man schon gesehen, als der Ball abgelegt wurde, wie Witzel da Maß nimmt. Und was passiert da? Was passiert da eigentlich mit Witzels Haaren manchmal im Sonnenlicht? Ganz merkwürdig sieht das aus. Gut, dass wir da hinten auf jeden Fall Pavlenka an den Pareta. Benjamin Goller kriegt da den Ball in den Fuß gespielt gegen Antonio Rüdiger. Rüdiger Goller will selber machen, ich hätte rüberlegen können. Aber was wäre eine Werder-Karrierefolge ohne Goller-Tor? Dieser Typ geht aber auch einfach ab in dieser Karriere. Ich feiere das. Ich feiere das richtig. Er kann sich da gut von Rüdiger lösen, der da an ihm zerrt und an ihm zieht und ihn bearbeitet wie sonst was. Und dann hat er einfach die Eier, gegen den heranstürmenden Bürki einfach mal abzuziehen. Der geht zwischen Arm und Oberschenkel hindurch. Ganz, ganz knappes Ding. Ich hätte also, wenn der nicht reingegangen wäre, hätte man mir vorwerfen können, dass ich nicht rübergelegt habe. Aber er ist ja drin. Also wollen wir uns nicht beschweren. 3:0 gegen den Tabellenführer, will ich kurz anmerken. Drittes Bundesliga-Tor in dieser Saison für Goller. Goller gegen Brandt. Ist auch egal, was da passiert, solange sich keiner verletzt. Wir gewinnen dieses Spiel mit einem 3:0. Wer hätte das für möglich gehalten? Wir haben gegen Leipzig 3:0 aufs Maul gekriegt. Haben eben 3:2 gegen Hoffenheim verloren. Gut, mit einer Mannschaft, die man vielleicht nicht mal mehr als B11 betiteln dürfte. Aber... Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt 3:0 gegen den Tabellenführer gewonnen haben. Was ist das denn? Das macht ja schon fast die Niederlage gegen Hoffenheim wieder wett. Da bin ich aber mal gespannt, ob das so verdient ist. Wir schauen auf jeden Fall mal auf die Spielinfo. Oh, wenn man sich diese Spielinfo mal anschaut, ist das alles andere als verdient. Dortmund hatte doppelt so viele Schüsse wie wir, fast auch doppelt so viele Torschüsse. Die hatten auch tausendmal mehr Ballbesitz, 64% Ballbesitz. Das ist, glaube ich, wie gegen Leipzig. Da hatten wir, glaube ich, auch nur 36% Ballbesitz. Aber hier haben wir die Chancen sowas von genutzt. Das ist echt unfassbar. Dortmund hat auch eine kranke Passgenauigkeit, aber sie haben die Dinger nicht gemacht. Also Dortmund hätte uns hier auch Grund und Boden spielen können, aber so ist der Fußball. Wenn du deine Chancen nicht nutzt, dann nutzt sie halt meistens der Gegner. Also von daher wurde Dortmund hier leider dafür bestraft. Was heißt leider? Wir spielen Werder, also ich bin froh darüber. Das wird die Dortmunder ärgern und wir haben da ordentlich Glück gehabt. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Sergeant hat heute 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Sergeant hat mich heute wirklich beeindruckt, das war eine super Leistung. Borussia Dortmund mit 3 Toren zu besiegen ist eine erstaunliche Leistung. Kann Werder Bremen solche Ergebnisse jetzt öfter abliefern? Und Werder will die hohen Erwartungen immer erfüllen und wenn ich mir das heutige Spiel anschaue, muss ich sagen, wir sind auf einem guten Weg. Nach den 3 Werder-Toren war es am Ende ein komfortabler Sieg. Hätte das Ganze aus ihrer Sicht heute auch anders ausgehen können? Wir waren die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen. Nein, aber das Ergebnis ist eigentlich zu hoch. So schwach war Dortmund nicht. Ich habe uns durchaus Positives und Negatives gesehen. Dank. Hier sehe ich allerdings nur Positives. Wenn die schlechteste Trainingsnote ein B ist, ist das definitiv positiv. I like. Damit steht jetzt das nächste Spiel für die Europa League vor der Tür, was wir im nächsten Part spielen werden. Wenn wir hier nochmal auf die Europa League-Tabelle schauen, sehen wir auch, dass wir 3 Punkte mit 3 Punkten Vorsprung vor Bordeaux auf Platz 1 stehen. Das ist gut, wir haben es in der eigenen Hand, aber absolut. Und deswegen hoffe ich, dass wir das dann auch halten können, die Führung. Und im nächsten Part können wir es vielleicht sogar schon klar machen, wenn Bordeaux nicht gewinnt. Dann könnten wir den ersten Tabellenplatz hier sicher haben, aber ich habe es ja noch nicht oft genug gesagt, die nächste Folge wird eine Hammer-Episode. Ein wichtiges Europa-League-Spiel steht an und in der Bundesliga geht es gegen den FC Bayern München, den aktuellen Tabellenvierten mit 26 Punkten, gegen den wir da ran müssen. Wir stehen aktuell auf 9 mit 17 Punkten und ich sehe gerade die Hoffenheim, was sind der Punkt gleich mit uns? Ich dachte, die wären doch noch ein ordentliches Stückchen hinter uns gewesen, aber der Sieg gegen uns hat sie wohl beflügelt, dann haben sie wahrscheinlich 2 Siege in Folge geholt.
Das ist stark, dass die jetzt auch wieder mit oben dabei sind. Auf jeden Fall wäre ein Sieg gegen die Bayern sehr, sehr wichtig. Das sage ich aber die ganze Zeit, weil einfach in der Bundesliga für uns momentan jedes Spiel wichtig ist und wir in jedem Spiel eigentlich einen Sieg brauchen. Denn noch sind wir hinter unseren Erwartungen, aber noch ist die Saison lang und wir haben noch gut was rauszureißen und das ist auch definitiv möglich. Und dann hoffe ich, dass ihr in der nächsten Episode wieder einschaltet, wenn es heißt Europa League und Bayern München. Und wenn euch der heutige Part gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Es waren echt zwei Spiele wie Tag und Nacht gegen Hoffenheim und Dortmund. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, dann gerne ein Like raushauen. Abonniert auch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wie ihr auch in den Kommentaren schon das ein oder andere Mal geschrieben habt, wir gehen steil auf die 1000 Abonnenten zu. Und das ist echt krass. Wenn ich die erreiche, dann mache ich irgendwie einen dreifachen Flickflack. Nein, das habe ich nie gesagt. Dann machen wir hier irgendwie eine Werder-Karriere-Challenge mit Ingwer-Shots für als Bestrafung. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. Vielleicht machen wir, ob wir dann da irgendwas Spezielles machen. Naja, das ist noch Zukunftsmusik. Soweit sind wir noch nicht. Ne, da fehlen, wie gesagt, noch 60 Abos. Wer weiß, wie lange das dauert. Das YouTube-Geschäft ist schnelllebig. Man weiß nie. Auf jeden Fall würde ich sagen, dann sehen wir uns am nächsten Mal wieder. Am Sonntag müsste die nächste Episode kommen. Es müsste Donnerstag sein, wenn die Episode rauskommt, wenn ich mich nicht vertue. Auf jeden Fall bin ich raus für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Wir sind Werder Bremen. Oh, wie ist das schön. Werder, die Mannschaft von der Weser, spielt hier in Bremen. Da sind sie alle aufgestanden. Es hält keinen mehr auf.